Comic-Charaktere sind voll die Luschen. Comic-Charaktere sind voll schwach. Alle Mickey-Charaktere sind eh stärker. Pudding! Es reicht! Nach dem Intro stelle ich euch Comic-Charaktere vor, die sogar Son Goku zum Schwitzen bringen. Und das nicht in der Sauna. Der war schlecht. Intro, okay? Einfach das Intro. Ich weiß jetzt schon, dass ihr mir 100 weitere Charaktere nennen könnt, doch ich halte mich eher an bekannte Beispiele. Achtung, bei der Reihenfolge handelt es sich nicht um eine Rangliste, es ist eher wild durchgeworfen. Fangen wir klein an mit dem süßen Doomsday. Der oder das Monster, das Superman auch zeigte, dass der Mann aus Stahl getötet werden kann. Außer, dass dieses Ding laut Comicvine an die 20 Fähigkeiten hat, zählt es fast als unsterblich. Egal wie oft du es vernichtest, es kommt immer wieder noch stärker und noch tödlicher zurück. Doomsday. Wir dürfen natürlich Darkseid und Thanos nicht vergessen, bei denen man ein ganzes Universum braucht, um sie für kurze Zeit auf Eis zu legen. Bei Thanos wörtlich. Oder du stichst Thanos durch die Brust oder nimmst Darkseid ein Auge. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. You are a pirate! Vendetta heißt es für den nächsten Badass, Spectre. Auch wenn es nicht so aussieht, ist er, oder es, göttlich. Der Geist der Rache, der sich ebenfalls erstmal einen Wirt suchen muss, bestraft sein Opfer, indem er ihre Sünden und Albträume gegen sie verwendet. Und dabei kann er Zeit, Raum und Schicksal kontrollieren und alles machen, was ihm gerade durch den Kopf geht. Wenn er nicht gerade auf der Seite der Guten wäre, ich glaube, dann gäbe es das DC-Universum nicht mehr. Dormammu hat mich schon immer irgendwie begeistert, weil er, solange in seiner Dimension hockt, Gott spielen kann. Ähnlich wie Mephisto. Dort kann er alles anstellen, so zählt er zu den Zuhältern im magischen Teil des Marvel-Universums, der sogar Dr. Strange sich vor Paranoia dauernd umdrehen lässt. Von Seite der X-Men gibt es natürlich noch andere Größen wie Sinister oder Apocalypse. Aber die stellen sich hinten an, wenn Dark Phoenix mal wieder an die Tür klopft. Es pickt sich eine Wirt aus und ja, zerstört mal die eine oder andere Welt, halt Alltag. Und wenn es mal wütend ist, ui, davon fange ich erst recht nicht an. Bei Figuren wie Sentry oder Hyperion muss Galactus lachen, denn solche wie er verputzt er zum Frühstück im wahrsten Sinne des Wortes. Der Weltenverschlinger kann so einiges wie Materie umwandeln, Moleküle manipulieren, aller Formen von Energie essen, ja so das Standard. DCs Antwort dazu wäre der Antimoni. Wenn der Gentleman nicht gerade mal abstürzt, verbringt er seine Zeit mit langen Strandspaziergängen, Weinverkostungen, Büchern lesen oder das ein oder andere ganze alternative Universum als Snack genehmigen. Und alles Leben auslöschen! Hab ich schon erwähnt, dass er so gut wie unsterblich ist? Thor und Hulk sollte man auch mitzählen. Während Hulks Stärke unbegrenzt ist und er sich immer wieder regenerieren kann, haben wir bei Thor noch ein anderes Problem. Wenn er nicht gerade mal Midgard ist und seinen Berserker freien Lauf lässt oder die Odin Force hat, sind auch da alle Grenzen gesprengt. Die Weltenschlange konnte er mit einer Hand heben, die locker mal die Erde umrungen hat. Wenn Hulk seine Grenzen immer wieder gewinnen kann, ist auch da alles möglich in Sachen Kraft. Abgesehen von Living Tribunal oder auch The One Above All, die eigentlich Gott darstellen sollen und Universen nach Belieben formen können, habe ich mal aus Laune heraus Juggernaut aufgenommen, der in anderen Medien nicht so heftig dargestellt wurde. Aber in den Comics verfügt er über die Kraft des Zitorax und das bewirkt, dass er unaufhaltbar ist, sobald er rennt. Mal abgesehen davon, dass er sich in der Theorie regenerieren kann, wenn nur ein einziger Atom vorhanden ist. Und das ist richtig OP. I'm the Juggernaut, bitch! Ich muss an der Stelle einen Charakter erwähnen, der ist so übertrieben OP. Ich denke noch an den furchtbaren, unbesiegbaren Franklin Richards. Der Sohn des beliebten FF-Paares, ja, ein kleiner Junge, der aber immerhin irgendwie Realität verändern kann und sobald er lernt, damit umzugehen, wird auch er mehr als göttlich. Dr. Manhattan ist der Letzte, der mir einfällt. Dieser eiskalte Motherfucker, der ein Mitglied der Band Eiffel 65 werden könnte, ist gottgleich. Was kann er? Alles. Praktisch als Alchemist kann er alle Art von Materie organisch oder materiell umformen. Er könnte zum Beispiel deine Atome in CO2 umwandeln und dich dadurch zum Platzen bringen. Meckert an der Stelle jetzt ja nicht, dass meine Liste nur Charaktere aus Marvel und DC beinhaltet. Mitch. Wenn ihr das nächste Mal euch mit jemand streitet, der meint, Anime-Charaktere sind sowieso unbesiegbar, hier habt ihr einige gute Beispiele. Und damit sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal.